Das ist in die Frauen am virtuellen Brunnen im späten April 2022. Und mal sehen, ob wir dann über die Seele sprechen oder über Wissen und Erfahren oder noch irgendwas anderes. Normal haben wir ja immer ein Thema gewählt, aber diesmal waren wir nicht so klar drüber. Und deswegen gucken wir, was bei den Check-ins so alles rauskommt. Und nachdem ich sehe, Ramona, du bist schon grün umrandet auf Zoom, dann darfst du gleich einchecken. Ja, also einen wunderschönen guten Abend. Ja, mir geht's soweit gut. Hab weiter rumgekramt, aufgeräumt, Sachen für meine Eltern besorgt, weil irgendwie kriegen die seit Wochen kein Mehl. Und dann habe ich Mehl besorgt. Aber das ist ja wohl nur in Deutschland so. Leere Regale an manchen Punkten. Ja, also bringe ich jetzt ein paar Lebensmittel morgen zu meinen Eltern an den Stadtrand und ja, ansonsten ja, freue ich mich, fahre dann noch zu Freunden dann morgen Nachmittag und ja, falle dann abends ins Bett und ja, also freue mich, was da so alles kommt und bin dabei, das Programm für 2023 zu organisieren, was ich da für die GFO mache, die ganzen Vorträge. Also Marion Lockert ist im Juni bei uns. Also wer sie noch mal sehen möchte. Ja, und so weit, so gut. Ich bin schon wieder ein bisschen müde, weil ja, mein Akku ist schon wieder fast leer. Also von daher, wenn einer anfängt zu gehen, bin ich sofort dabei. Okay, dann gib erst mal weiter, bevor du gehst. Achso, ich soll weitergeben. Dann, ja, Monia, mach du weiter. Okay. Ja, wir haben in Wien noch genug Lebensmittel in allen Regalen. Es quillt über von Spargel, komischerweise. und morgen ist Walpurgis, um nicht zu vergessen. Das war ja früher eigentlich ein großes Fest für Frauen. Und ich habe, eine Freundin hat mich daran erinnert, dass ich vor wahrscheinlich 30 Jahren sicher schon, ein Walpurgisfest gemacht habe bei mir zu Hause, wo ich 40 Frauen eingeladen hatte. Ich glaube, es war mein 40. Das muss schon 40 Jahre sein. Wo ich 40 Frauen eingeladen hatte, mit denen ich in diesem Jahr zu tun hatte. Es waren also höchst unterschiedliche Frauen, da waren Schamaninnen dabei und ganz bürgerlich brave. Es war also unwahrscheinlich skurril. Und wir haben auch ein Ritual gemacht, wo wir irgendwelche Dinge verbrannt haben. Es war der Schwefelgeruch dann in der Luft, also es war ganz, ganz köstlich. Und alle erinnern sich noch wahnsinnig. Es war auch eine Art Frauenfeld, aber ganz wirklich bunt gemischtes, während hier ist es ja doch integraler. Aber es war also ein toller Abend. Jeder hat Unmengen zum Essen mitgebracht. Also es war ganz toll. Ja, es geht mir gut. Ich habe seit gestern ungemein viel Energie. Wache früh auf. Verschicke Links, wie die Ramona ja bestätigen kann. Wobei ich jetzt also auch teilweise zögerlichen Feedback bekommen habe, dass dieser Gerhard Höbert ein Verschwörungstheoretiker sein soll und man muss aufpassen bei ihm. Also mich hat nur dieser integrale Vortrag interessiert, den ich für 75 Minuten, also ungemein präzise und gut durchgezogen, also man kann wirklich einiges auffrischen, wenn man sich ihn anhört. Was er sonst macht, weiß ich nicht, ist mir auch egal, ich kenne ihn nicht. Das war mein Check-in. Ich gebe weiter an die Birgitta. Ja, hallo. Ich bin gerade ein bisschen luftig zeitlich unterwegs, das freut mich sehr und habe ein bisschen Zeit, zu Dingen nachzudenken und andererseits läuft der Alltag recht nett dahin. Und gestern hatte ich ein Gespräch mit einer Priesterin von der Christengemeinschaft in Salzburg. Das ist die anthroposophisch orientierte Gemeinschaft für das war sehr interessant, das hat mich ziemlich inspiriert. Das ist eine ganz nette, sehr schon ältere, aber wirklich lebendige Dame. Und werden wir sehen, ob irgendwas einfließt oder nicht.
Ansonsten genieße ich das, den Spätfrühling, der jetzt ist. Gebe weiter an die Marie-Rose. Ja, hallo. Ich genieße auch den Frühling sehr mit den Farben und dem wunderbaren hellen Grünton. Und ich habe eine sehr ereignisreiche Woche hinter mir mit ganz vielen Auf- und mit ganz vielen, ja, sehr unterschiedlichem, auch sehr schwierigem. Und heute habe ich einen ganz schönen Nachmittag gehabt mit einer Frau aus dem Kölner Salon, die immer wieder nach Luxemburg kommt, weil sie an der Uni da den Lehrern Weiterbildung gibt. Und ja, und sie ist gerade eben erst jetzt gegangen. Und ich bin jetzt noch ganz erfüllt von dieser Begegnung, weil wir, wenn wir uns nicht, wir treffen uns nicht so oft, aber wenn, das schwingt einfach sehr schön zusammen dann mit ihr. Und in dieser Stimmung bin ich jetzt hier. Und geht dann weiter an, gut, ich weiß nicht hundertprozentig, Annalisa, bist du schon dran gewesen? Nein, noch nicht. Danke. Ja, ich bin zurzeit sehr stark beschäftigt mit Organisation und Vorbereitung vom Dialograum Geld. Also wir sind so ungefähr 30 Menschen, die das den Konvent vorbereiten, der jetzt dann im Mai stattfinden wird. Und heute hatte ich einen Tag, wo ich nichts in der Hinsicht gemacht habe, sondern stattdessen mehr oder weniger den ganzen Tag im Garten war. Wir hatten nämlich wunderschönes Wetter und morgen soll es regnen wie verrückt. Und das ist für mich eine total ungewohnte Tätigkeit. Also ich habe so gemerkt, die Verbundenheit mit den Pflanzen habe ich nicht so. Es war mehr Schwerarbeit erstmal, aber aus einer Müdigkeit. Ich bin heute Morgen total zerschlagen aufgestanden und mir geht es jetzt sehr viel besser als heute Morgen. Also es scheint doch was gebracht zu haben. Und hatte jetzt auch gerade noch ein schönes Abendessen. Mal ganz, ganz gemütlich jetzt. Und gebe weiter an Erika. Ja, von mir auch einen schönen guten Abend. Ich freue mich auf die Runde. Und genau, weil... Kleinen Moment. Es kam gerade jemand rein. Ich freue mich auf die Runde. Und freue mich auch auf morgen, auf Walpurgis. Ich habe da seit 15 Jahren eine Schwitzhütte zusammen mit Frauen, die ich schon sehr, sehr lange kenne und sehr schätze. Und da freue ich mich sehr drauf und bin auf der anderen Seite etwas wütend, kann ich jetzt nicht sagen, aber das ist ein bisschen zu wenig eigentlich. Also mehr über diese ganz starke Aufrüstung, die im Moment ist, wo ich einfach irgendwie so ein bisschen glaubt, oder dass das einfach für mich jetzt so eine männliche Energie ist, und da fühle ich mich also momentan auch sehr auch überfordert und würde einfach mich gerne in irgendeiner Form einbringen. Und das Einzige, was mir so wirklich einfällt, ist so an meiner eigenen Menschlichkeit und Achtsamkeit und einfach zu arbeiten oder das einfach noch mehr irgendwie umzusetzen. Das beschäftigt mich gerade sehr. Und ja, das ist so... Da bin ich so hin und her gerissen, und ich habe heute auch ganz, ganz absichtlich ganz schöne Blumen in meinem Garten gepflanzt und auch, wo die Heidi das mit dem Erleben und Wissen eingebracht hat, als Thema, wo ich mir jetzt auch überlegt habe, das Wissen, dass ein Krieg oder eine Auseinandersetzung, dass das immer destruktiv ist und das dann auch erleben zu müssen, ist einfach nochmal eine andere Nummer. Und von daher gefällt mir das Thema eigentlich so ganz gut. Und auch das mit der Seele, ich denke mir, das hängt auch alles einfach miteinander zusammen. Und ja, soweit zu mir. Wer war jetzt noch nicht? Ich gebe weiter an die Anna.
Dankeschön. Ich bin ja später reingerutscht. Aber ich habe mich gefreut, weil eben durch Corona ist das Tanzen schon um 5:45 und ich musste nur eine Viertelstunde früher gehen, und damit ich jetzt eben da bin. Und also ich freue mich total, dass ich das unterbringe, die zwei Sachen, die mir so am Herzen liegen. Genau, und ich bin auch in einem ganz anderen Zustand. Wir hatten so eine SIS, also die Seniors in School, diese Mediations, so eine Art, so eine kleine Runde. Und da ich zeige mich mit meinen sozusagen Unvollkommenheiten und merke dann, ich zeige mich, aber dann merke ich erst, also einen Fehler zugeben und merken, oh Gott, ja, Mediation, ja, da habe ich was übersehen und so. Und dann merke ich erst, wie dünnhäutig ich bin. Also ich bin irgendwie ganz schön dünnhäutig da zum Tanzen und dann bin ich kraftvoll, gehe ich jetzt raus und bin total glücklich, ja, dass ich das seit 25 Jahren mache und ich bin einfach froh. Und zum Gerhard Höbert, Höbert kann ich nachher auch was sagen. Dankeschön. Gebe ich weiter an die Heidi zurück, oder? Ja, nee, die Victoria ist auch noch da. Victoria. Ja, guten Abend. Es ist bei mir nicht sehr viel los, außer dass also eine meiner besten Freundinnen ist letzte Woche verstorben und vorgestern ist mein Lieblingsonkel verstorben und irgendwie bin ich tief in Schock. Also irgendwie seit Anfang der Pandemie, also habe ich das Gefühl, dass ich von dem Tod ganz umgeben bin und es ist so eine sehr kontemplative Zeit für mich irgendwie, also weil ich unmittelbar mit dem Tod mich auseinandersetzen muss. Das genügt, glaube ich, für jetzt. Danke. Ja, danke. Und dann sage ich auch noch zwei Takte. Ich hatte jetzt sehr schönen Besuch von meiner Freundin mit ihren zwei kleinen Kindern und ihr Mann hat mir ganz ungeheuer viele Sachen gemacht. Das ist so ein richtiger Schaffer aus dem Schwabenland und das passte mir jetzt gerade sehr gut. Und ja, jetzt sind sie wieder weg und es tut mir leid, denn das ist eine meiner liebsten Freundinnen, die ist ein bisschen älter als halb so alt wie ich, aber ist irgendwie wunderschöne Beziehung, die auch manchmal über ein Jahr, über zwei Jahre, wenn wir nichts voneinander hören, macht auch nichts. Ne? Und das finde ich, solche Freundschaften finde ich einfach toll. Ja, ansonsten Tod, und das passt ja auch zu dem Thema Wissen und Erleben. Ne? Wir wissen ja alle drum, dass wir sterben, aber wenn es dann so hautnah ist und es, man erlebt es ja auch durch die anderen, ist ja auch nicht ganz so nett. Zu Tod passt ja auch Seele. Also wir müssen uns jetzt mal überlegen, worüber wir reden wollen. Oder wir fangen einfach an, wie das die feminine Kraft ist und sehen, wo wir rauskommen. Und da sind wir ja gut drin geübt. Ja, ich habe ja nun angefangen, über Tod und Seele zu reden. Ich habe ja, wie gesagt, auch es ein paar Mal so hautnah erlebt und es macht schon was mit einem. Ansonsten Wissen, wir können ja eine Menge wissen. Aber bis das Wissen verkörpert ist oder so in uns angekommen sind. Es gibt so viele Sachen in meinem Leben, die ich wusste. Zum Beispiel Ken Wilber, wie man die Stufen und so und die egozentrische Stufe, ethnozentrische Stufe, weiß ich alles. Und dann tappe ich immer wieder rein, dass ich mit Leuten in Kontakt bin, die auf der Stufe sind, oder ist, zumindest in der Vergangenheit, aber vielleicht auch in der Gegenwart. Und ich gehe von meiner dunkelgrünen Stufe aus und denke, die müssten das doch eigentlich so genauso sehen wie ich. Und also unmittelbar, dass man denkt, ja, wenn du das kannst oder wenn du das siehst, müssen es die anderen doch auch sehen. Und das ist dann eben die Erfahrung, passt dann meistens nicht so sehr zum Wissen, sagen wir mal so. Also das schmeiße ich jetzt mal in den Raum, ob er da jetzt weitermacht oder nicht. Das ist mir
auch recht machtlos. Wer mag was dazu sagen oder zu was anderem? Ja, Birgitta. Die Verbindung von Tod und Wissen und Erfahrung ist mir nur gerade gekommen. Wir wissen alle ganz sicher, dass wir sterben werden. Und die Erfahrung des Sterbens ist doch, die haben wir von außen erlebt an anderen Menschen, aber die eigene Erfahrung des Sterbens ist eigentlich nicht, ist irgendwie erlebbar. Ich habe da einen Chat gekriegt von der Victoria. Victoria, ich kann nicht antworten, mein Chat geht nicht gescheit. Da ist es auch darum gegangen bei meinem Gespräch gestern mit dieser Pfarrerin, Priesterin, ehemaligen Priesterin von der Christengemeinschaft, um das Sterben im Alltag. Also so, nicht, also das Sterben am Ende des Lebens, aber um das, die kleinen Tode im Alltag. Und die kann man erfahren und irgendwo in die Nähe kommen von einer Todeserfahrung. Aber die echte Todeserfahrung, das Wissen ist ganz nahe und die Erfahrung ist ganz weit weg. Monja, ich dachte, du würdest jetzt reinspringen, stattdessen suchst du irgendwo rum, brauchst du noch ein Argument? Ich schicke euch gerade den Link, weil die Anna, und ich habe jetzt die Anna-Lisa-Adresse nicht gefunden, wir haben heute in Wien, hat der Walter eine Ukraine-Krieg-Narrative Google-Gruppe gegründet, wo man, um sich auszutauschen oder halt um ein Ventil zu finden, und es ist nicht uninteressant, und ich schicke gerade den Link, darum tippe ich und passe derzeit noch bei Leben, Tod und Seele. Ein bisschen später. Ja, und nicht nur Tod und Seele, die Ramona spricht von der Erfahrung, dass die Regale leer sind, in Berlin halt. Die Hauptstadt ist ja immer was Besonderes. Wie es im Übrigen in Deutschland ist, weiß ich nicht. Also bei uns ist durchaus alles voll. Ich fand es letzthin am Anfang, als es mit dem Ukraine-Krieg losging und so, da stand dann bei Eurospin, das ist sowas ähnliches wie Aldi hier, dann stand dann, wegen dieser Knappheit dürfen wir die Kilopackungen von Nudeln nur jeweils zwei nehmen. Und daneben standen lauter Packungen von 5 Kilo mit Nudeln. Und da habe ich gedacht, also irgendwie passt das ja auch nicht so ganz. Ne? Das war eine lustige Erfahrung mal dazu. Mich hat die ja auch angemacht. Ich war dann in der Metro, weil ich das so im kleinen Handel nicht gekriegt habe. Und dann habe ich ja einen ganzen Sack gekauft, ganz genau. Dann habe ich jetzt einen Koffer gepackt und fahre morgen mit Koffer dann zu meinen Eltern. Und dann ist gut. Also, weil ich dachte, dann kam eine Mitarbeiterin, hat mich angemacht, dass ich da ein paar Päckchen reingepackt habe. Und das können sie nicht lesen. Und dann habe ich gedacht, wusste gar nicht, dass ich vor dem Still stehe. Und dann, ja, dann habe ich gedacht, okay, also ich kann mir keine einzelnen Päckchen ein paar Kilo nehmen, aber ich kann mir einen 25-Kilo-Sack nehmen. Naja, gut, dachte ich. Also, wenn ihr das so wollt, dann machen wir das jetzt so. Fertig. Also, ja, also das ist mit Logik nicht mehr zu erklären, aber es ist eine Einheit. Punkt. Also, hätte jetzt nicht 3 Einheiten ein Kilo nehmen können, das war jetzt tödlich, aber einen 25-Kilo-Sack durfte ich nehmen. Das ist bescheuert. Ich habe mal eine Frage zu dem Link, den du geschickt hast, Monja. Diese Narrative, sind die einseitig in einer Richtung oder was denkst du, werden die gemischt sein? Ich habe keine Ahnung, ich habe die Gruppe nicht gegründet, aber jeder macht sich irgendein Narrativ zum Ukraine-Krieg. Mhm. Und der Walter hat also vorgegeben,
also geschichtliches, persönliche Empfindungen oder persönliche Erfahrungen, die man selbst mit Krieg hatte, Traumata und so weiter. Also ganz unterschiedliche Dinge. Wie sie sich entwickelt, ist nicht abzusehen. Und vor allem, da derzeit noch jeder mitschreiben kann, kann natürlich sein, dass es irgendwann mal dann restriktiver wird. Und es sind derzeit 18 Mitglieder, habe ich gesehen. Eine hat es an mir ausgetestet. Ich musste immer versuchen, reinzukommen, bis ich dann protestiert habe, weil ich habe ja noch was anderes zu tun, als am Computer zu sitzen. Aber wenn er eine Idee hat, dann zieht er die beinhart durch. Und ich glaube schon, dass es für viele eine Erleichterung ist, zumindest drüber zu schreiben. Oder also mit Leuten, die sich auch fürs Thema interessieren, zu sprechen oder halt zu tippen. Aber ich kann absolut nicht sagen, wie sich das entwickelt. Und ich habe nur mal ein Test-Posting eben geschickt, weil was mich also beschäftigt hat, ist, dass die Form des Krieges immer noch die gleiche total zerstörerische, brutale ist, die eben ich als Kind erlebt habe, wo ganze Städte zerstört wurden. Und dass doch schon das Cyberwar so hoch gelobt wurde und dass das also. Und jetzt habe ich schon, es kam ein erster Link, dass das Cyberwar offensichtlich schon parallel läuft, weil Microsoft so und so viele Hackerangriffe auf die Ukraine registriert hat in den letzten, also immer parallel zu der konventionellen Kriegsführung. Und sowas zu wissen, finde ich also auch interessant. Für mich ist es also unvorstellbar, dass man jetzt in 2022 noch blühende Städte zu Schutt und Asche bombardiert. Das ist also etwas, was ich nicht nachvollziehen kann, dass das Militär da noch keine anderen Möglichkeiten gefunden hat. Die Amerikaner haben ja schon auch, ne? Die sind ja mehr auf Distanz, aber ja, bei den Russen ist das noch anders. Ja, da kann ich mal eine Information, die ich gehört habe, dazu sagen, dass es eben die Häuser nicht bombardiert werden, sondern oder irgendwas reingeschossen wird, sodass sie ausbrennen. Aber die ganzen Strukturen sind immer noch erhalten. Und dass die Leute jetzt auch zum Teil schon wieder anfangen, diese aufzubauen. Mhm. Also es ist nicht zusammen bombardiert, sie sind nicht zusammengefallen in den meisten Fällen, sondern komplett halt ausgebrannt. Mhm. Weil sich da oben wohl diese, die Scharfschützen sozusagen irgendwo in den obersten Stockwerken verschanzen und im Keller die Bewohner setzen. Und um die rauszukriegen, schießen sie da irgendwas rein, sodass das in Flammen aufgeht. Aber das bleibt alles noch zu sehen, nicht? Also wir kriegen ja keine wirklich guten Informationen, weder von der einen noch von der anderen Seite. Und das wird sich wahrscheinlich erst nachher so ein bisschen zeigen, was wirklich gewesen ist. Wie immer in der Geschichte, würde ich mal sagen. Naja, die Berichte von den Geflüchteten, also ich glaube schon, denen kann man schon trauen. Ne? Und da gibt es viele mittlerweile, weil es gibt viele Geflüchtete. Die haben es ja erlebt, hautnah. Weiß ich nicht. Also ja, die haben es hautnah erlebt. Aber das merke ich ja hier auch, wenn hier so Demos sind oder was hier so vor meiner Haustür abgeht. Ich bin mir nicht sicher, was da wie, welche Motivation und Konnotation dahinter ist, was gemacht werden soll, also was ich sehen soll und denken soll, wo da die Manipulation aufhört und anfängt, finde ich ganz schwierig, Mary Rose. Ja, bei Demos glaube ich auch, dass es da wirklich extrem schwierig ist. Und ganz grundsätzlich baut unser Wirtschaftssystem, also insbesondere die letzten 100 Jahre, 150 Jahre, auf Krieg auf. Wir brauchen immer wieder Krieg, damit unser Wirtschaftssystem funktioniert. Das ist so. Das ist also nicht, dass ich das gut heiße, das soll das überhaupt nicht damit ausdrücken, sondern das ist einfach ein Fakt. Nehmen wir einfach 9-11. Donald Rumsfeld hat einen Tag vorher bekannt gegeben, eine Summe, die man nicht mehr aussprechen kann an Schulden, die nicht aufzufinden sind im Haushalt, wo keiner weiß, wo es ist. Danach hat kein Mensch mehr wieder darüber geredet, weil dann war 9-11. Also es braucht immer irgendwelche Katastrophen, Kriege,
ja, also das gehört im aktuellen Wirtschaftssystem zwingend dazu. Das ist einfach so. Ob wir das nun gutheißen oder nicht. Ich habe ein Buch schon als Studentin gelesen, da hat man sich Jugoslawien aufgeteilt, wer was aufbaut, bevor es zerschossen wurde. Also das ist einfach so. Also wie gesagt, ich heiße das nicht gut, aber mir ist das bewusst, dass das so ist. Und das ist ein bisschen mein Blick auf die ganzen Geschehnisse, dass ich da etwas vorsichtig bin und versuche, die Emotionalität ein bisschen rauszunehmen, weil ich weiß, dass da ganz andere Interessen noch dahinter sind, die mit Menschlichkeit gar nichts zu tun haben. Du meinst also mit Krieg Waffenproduktion, die verbraucht werden müssen, Zerstörung und die männliche Bevölkerung reduziert? Na, jetzt die Reduktion der Bevölkerung, weiß ich nicht, aber wie gesagt, mit Jugoslawien, da stand dann, was weiß ich, die Brücke baut der auf und die Infrastruktur baut der auf wieder. Also das entzeugt ja, also weißt du, wenn ich meine Kräuter sammle und so, das zählt ja nicht fürs BIP, ja, für diese Volkseinkommen, für die Statistik. Oder ja, was wir hier machen, das hat keinen Wert, weil es fließt kein Geld. Aber wenn jetzt sozusagen eine Brücke funktioniert, dann fließt ja auch kein Geld, weil der Verkehr fließt ja drüber. Das heißt, die muss erst zerstört werden, damit sie mit einem Auftrag initiiert werden kann, damit Gelder fließen, damit sie aufgebaut werden kann. Also es ist pervers, ich weiß es, aber ja, so ist es halt. Also mit sowas, was du jetzt sagst, würdest du heutzutage als Verschwörungstheoretiker abgehandelt werden, wollte ich dir nur mal gerade erzählen. Ich bin ganz auf deiner Seite, aber nur eine gewisse Warnung, dass wenn das dann irgendjemand sieht, dann sind wir die ganzen Verschwörungstheoretiker. Ja? Aber Geschichte ist Geschichte und gibt ja verschiedene Versionen, aber gerade das weiß man ja, den Marshallplan und so, um Deutschland wieder aufzubauen, das hatte ja auch bestimmte Interessen, würde ich mal heute so sagen. Aber Annalisa, du wolltest was sagen. Ich glaube, da sind wir ganz nah beim Thema Wissen und Erfahrung, weil eigentlich kann ich nur bestenfalls vielleicht über meine eigenen Motivationen Bescheid wissen und oft das noch nicht mal, sage ich mal. Wir haben viel, was unbewusst läuft, was ein Trigger ist, vielleicht auch ein Lebensauftrag, wie auch immer man das sehen mag. Und was ich in der Zeitung lese, hat mit Sicherheit eine Färbung. Also das war schon ganz früh so, wo ich Ereignisse erzählt bekommen habe von meinen Verwandten und dann den Zeitungsartikel dazu gelesen habe und gedacht habe, wie passt jetzt das zusammen? Das stimmt irgendwie hinten und vorne nicht. Und auch in der eigenen Erfahrung, weil ich interpretiere, ich glaube, etwas verstanden zu haben und dann stellt sich hinterher heraus, nee, es war ganz anders gemeint gewesen. Jetzt auch im Dialograum Geld, wir bereiten irgendwas vor, ich kriege eine Betreffszeile und meine sofort zu wissen, über was wir reden und in Wirklichkeit geht es um ganz was anderes. Das sind immer wieder so Überraschungsmomente. Und ja, das, was ich sicher weiß, ist eigentlich tatsächlich das, was ich erfahren, was ich erlebt habe. Und auch da verändert sich es im Laufe der Zeit. Wirklich, dann sind wir wieder beim Stirb und Werde. Also ich bin Skorpion vom Sternzeichen her, da macht man schon von Haus aus viele Stepp- und Werdeprozesse mit. Und wenn so ein Weltbild in Brüche geht, dann ist das durchaus auch schmerzhaft. Also es ist wirklich spannend. Was ist Wissen, was ist Erfahrung und kann man überhaupt jemals einen Punkt setzen und sagen, jetzt weiß ich es? Oder sind wir dann wieder bei dem altgriechischen Spruch, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich weiß es leider nicht mehr, wer das war, aber ich glaube, das ist sicher. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Oder nicht weiß, so glaube ich, hieß es ursprünglich. Ja, geht mal weiter. Oder zumindest weniger, als wir denken, nicht? Wissen wir. Ich mag auch was erzählen. Also ich habe den Namen, was habt ihr was, ganz sicher schon mal gehört, den Daniele Ganser, diesen Historiker. Und ich habe also, war durcheinander in der Zeit, wo dann Corona angefangen hat. Und da habe ich gedacht, er gehört zu den Verschwörungstheoretikern plötzlich, obwohl er mir sehr sympathisch war. Auf jeden Fall ist es bei mir so im letzten halben Jahr,
habe ich mich anscheinend wieder erfangt, obwohl ich Probleme habe, wirklich Nachrichten angstfrei anzuschauen. Also das ist einfach ein Riesenthema. Aber ich hab vor 2 Monaten beschlossen, ich bin jetzt in die Gemeinschaft, in die Community vom Daniele Ganser eingetreten, weil ich so faszinierend finde, von seinen Videos her und von seinem Ansatz her, wie er es anschaut, historisch sauber, aber auch so begeistert. Das ist so Futter für ihn, wenn er sagt im Nachhinein, wenn er die Sachen liest und wie er recherchiert. Ich kenne auch sein Chart, ich habe das Chart angeschaut, aber am meisten hat mich beeindruckt, er hat einen sogenannten Mediennavigator, bietet er an. Ich werde mir den in nächster Zeit anschauen, einfach um Medien sozusagen einfach informiert zu sein von allen möglichen Seiten, dass man da geschult ist. Aber was mich einfach mehr interessiert hat, war seine 3 Herangehensweisen. Einmal eben diese Ausrichtung auf Friedenssicherung, aber dann eben auch das Thema die Achtsamkeitspraxis. Wie kann ich umgehen mit Angriffen? Und dann wieder Thich Nhat Hanh und also egal, ob es jetzt Eckhart Tolle ist, also ich merke immer mehr eben, ich möchte praktizieren und umgehen mit diesem, ich möchte zum Beobachter werden. Also ich möchte lernen, wirklich mich zu identifizieren. Ja, und wie gesagt, da, ich kann mal, also ein jetzt bist du stumm, Anna. Ich habe jetzt einfach in den Chat Daniele Ganser und Mediennavigator. Ich muss mir den selber erst anschauen, was das ist. Mediennavigator. Ja. Und wie bist du da dieser Community beigetreten und welche zu welchem Zweck? Also um Links zu bekommen? Also zum einen hat mich tatsächlich am meisten die ruhige Ausstrahlung, die er hat. Also er hat ja eine Biografie und er hat so eine friedliche Ausstrahlung. Und das ist das, was mich wirklich gezogen hat. Und wie soll man sagen? Und dann habe ich eben beschlossen, nein, ich möchte ihn auch unterstützen. Er hat ja ein bisschen beschrieben, wie das gegangen ist, wie er rausgekündigt worden ist als Wissenschaftler, wie sein Weg war. Und dass er natürlich dann auch über seine Frau hat ihn unterstützt. Also er hat ein Feld. Und er hat aber tatsächlich, hat er erzählt von sich, er hatte Angst, nämlich dass seine Existenz flöten geht. Weil er ist ja abhängig von diesen Vorträgen. Und dann ist er auch durch den Wandel jetzt gezwungen und hat eben auf Zoom, also per Zoom macht er Konferenzen und hat die Community gegründet. Und dann habe ich jetzt für 365 € habe ich eben jetzt ein Jahr eine Mitgliedschaft. Ich habe sie noch nicht wirklich tief genutzt, aber ich merke einfach, mich hat es so beeindruckt, wo er sagt, wie er seine Kinder erzieht, also wenn, also dieses und wie, dass diese Haltung, du musst was gegen dieses Brainwashing machen. Du musst was, also die Haribo hat er, also man bringt da mal als Beispiel, jeder von uns kann diesen, also in einer bestimmten Generation, Haribo, jeder kann den Satz zu Ende sagen. Aber, und deswegen hat er seine Kinder erzogen und sagt, was sind unsere wichtigsten Werte? Kraft, Mut und, jetzt habe ich es gleich selber gar nicht mehr drauf, dass er von klein auf die Kinder wirklich sagt, ihr kriegt das Eis erst, wenn unsere 3 wichtigsten Werte wie aus der Pistole geschossen kommen. Das hat mich einfach beeindruckt. Ja, und ich wollte dazu sagen, er hat schon vor langer Zeit ein Buch geschrieben, hat ja viele Bücher geschrieben, aber das war die illegalen Kriege, die illegalen Angriffskriege heißt es sogar, nicht? Und ich habe ihr als Audiobuch gehört, Imperium USA. Und das sind so einige Sachen, wo man denkt, ups, ich würde es am liebsten meiner Schwester schicken, die in Amerika ja lebt. Aber ich traue es mir noch nicht, denn dann bin ich dann der Verschwörung. Ja. Ja, okay. Ja, okay. Okay, danke. Ich glaube, den Link oder zumindest einiges davon werde ich auch gleich in diese Ukraine-Seite stellen, weil das ist sicher, klingt gut. Danke. Ja. Ja, sehr, sehr schön. Die Victoria hat sich verabschiedet, weil sie zu sehr im Trauerprozess und wir reden wahrscheinlich zu düster jetzt dafür und das ist nicht so gut für sie. Tut mir leid.
ich mag nur was, ich habe den Vortrag von dem Gerhard Höbart oder wie er heißt, noch nicht angeschaut, aber ich habe sein Buch sogar gekauft, es steht hier in meinem Regal, weil er ist nämlich Astrologe. Und ich war noch in der Zeit, war ich nämlich in einer Facebook-Gruppe und da hat der fleißig mitgeschrieben und ich persönlich fühle mich intellektuell ja nicht so stark gegenüber diesen integralen Männern gegenüber. Also ist einfach so, dass ich da wirklich einfach schwer Kontra geben kann und habe aber ja mit dem Michael Habecker schon kämpfen müssen mit meinem Human Design und der Gerhard Höbert hat mich richtig fertig gemacht wegen Human Design, obwohl er selber Astrologe ist. Also und Human Design ist ja eine moderne Synthese, basiert auch auf dem Geburtsdatum. Also das ist einfach meine Erfahrung mit ihm. Und ich habe, wie gesagt, das Buch gekauft und habe mir gedacht, damit ich ihn verstehe und seine Argumente. Aber ich bin einfach abgeblockt worden. Und dann, ja, dann so ziehe ich mich zurück. Ich kämpfe immer. Ja, ich habe nur nachher eben jetzt schon mal Feedback bekommen von einer Buddhistin, von der ich sehr viel halte, dass er also ein wirklicher Verschwörungstheoretiker sein soll. Also ich weiß nicht. Jeder hat halt so seine Spleens. Aber wie gesagt, der Vortrag, den fand ich also für die 75 Minuten wirklich sehr präzise, kompakt und auch klar. Und auch die Optik, die er da immer eingeblendet hat, die finde ich auch gut, weil das bleibt hängen. Hast du da einen Link für? Ja, habe ich nicht geschickt. Oh ja, habe ich geschickt, okay. Robert. Hast du geschickt. Aber eben nur spezifisch für die integrale Theorie, was er sonst macht. Ich kenne ihn nicht. Er ist zwar Österreicher, aber ich kenne ihn nicht. Also ich habe noch nie auch von ihm gehört. Aber der Weinreich und der Lutherbeck offensichtlich kennen ihn gut, weil sie mit ihm zusammen das gemacht haben. Ich kam über den Newsletter vom Rolf Lutherbeck, kam ich auf den Link. Mhm. Es ist schwierig. Es ist alles so komplex. Und wenn man also etwas weitergibt, hat es wieder so viele andere Facetten, die man vorher gar nicht bedenkt. Aber gut, also ja, ich habe das jetzt so geschrieben, dass man da integrale Vortrag interessiert gehabt und sonst nichts. Aber ja, Marie-Rose, ich habe mir heute dieses am Brunnen mit dir und der Daniela angeschaut über die Seele, wo wir da gesprochen haben. Köstlich, wo wir dann nach, ich habe den Timestamp jetzt dazu geschrieben, ich glaube nach 35 Minuten oder so, waren wir dann plötzlich dort, was der Wilber gesagt hat, ohne ihn vorher bewusst gelesen gehabt zu haben. Also dass die Seele eigentlich, dass wir Fraktale einer Weltseele sind, jeder von uns. Und dass die Seele etwas Transpersonales ist. Und ja, fand ich, also weil wir haben damals über die Hasselmann und so weiter auch gesprochen, also wie die das aufgerollt hat. Und ich habe mich beschwert und habe gesagt, ich habe beim Wilber, kann mich nicht erinnern, je was über Seele gelesen zu haben. Da habe ich gleich prompt einen Link bekommen und somit von einer Wiener Integralen und somit bin ich jetzt allmählich informierter wieder. Mein Wissen hat sich vermehrt dadurch und meine Erfahrung mit der Seele also wurde davon eigentlich nicht berührt, sondern bestätigt. Ja. Ach ja, Trauer, naja. Im Buddhismus glaubt man doch auch an Wiedergeburt, nicht? Warum ist dann der Tod so schrecklich bei uns? Warum haben wir so viel Angst oder so viel? Es gibt im Christentum, wer kennt sich da aus, gibt es da auch Wiedergeburt? Auferstehung gibt es natürlich, nicht? Es hat Wiedergeburt gegeben bis, ich weiß nicht, 4. Jahrhundert oder so, dass dann irgendwann auf einem Konzil beschlossen worden ist. Nicht, ne? Aber ich meine vom Integralen her oder vom Konstruktbewusstsein her, das sind Projektionsebenen, wo wir hingehen können und weil es uns was nützen kann. Und wenn die eine Projektionsebene, die biografische, vielleicht nicht hilft, ist es vielleicht günstig, mal in
in die von der Reinkarnation zu gehen oder in die von Ahnengeschichten zu gehen. Es gibt einfach viele Möglichkeiten, wo wir gerade Hilfe finden können oder ja, Unterstützung im Leben. Ja. Ich habe jetzt in dem Zusammenhang auch über die erfahrensten Reinkarnierenden, die Tibeter, nachgedacht. Und letztlich, wenn ich das so ganz nüchtern betrachte, wird da die Tulkus, die also diese Wiedergeborenen, wird ein dreijähriges Kind seiner Mutter weggenommen, von erfahrenen Mönchen indoktriniert, Gehirn gewaschen. Ja, so genau. So wird die Lehre weitergegeben. Ja. Das ist es. Ja. Das ist schon sehr witzig, ja. Weil wir von Tod und Wiedergeburt sprachen. Ich habe schon mehrmals gesagt, glaube ich, bei euch, weiß ich aber nicht, von diesem Buch her. Und da geht es um ständiges Sterben und Wiedergeboren in diesen Sitzungen. Also dieser Mensch hat reichliche Erfahrungen damit und er ist absolut überzeugt, dass er nicht das erste Mal da war, sondern auch im wirklichen Leben. Und da steht auch was über die Vision von dessen, was sich jetzt zeigt, dass es jetzt passiert. Aber er hat die Vision gehabt in den 80er, 90er Jahren. Und wenn man das liest, dann macht das jetzt so ziemlich Sinn. Und zwar geht es darum, dass es um Frieden und um Liebe geht und die Menschheit durch eine große Herausforderung geht, die viel Leid bringen wird und die, also das ist, tue ich jetzt kondensieren, ja, auch wirklich ganz, das ist ja ein Riesenbuch und Riesenerfahrung, da ist Erfahrung, das dann zum Wissen übergeht. Die Menschen, die dann übrig bleiben sozusagen, die werden andere Menschen sein. Und es hat betont immer wieder, es Gott oder wer auch immer das ist, da diese kosmische Kraft, straft uns nicht mit allem, was passiert, sondern das ist ein Läuterungsprozess in der Evolution. Und das fand ich sehr, 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 sehr spannend und macht mir sehr viel Sinn. Es lohnt sich wirklich, das entweder anzuhören, es gibt das Audiobuch, und wenn ihr genug Englisch könnt, und oder auch zu lesen. Weil ich habe es ja schon dreimal angehört und habe mir auch das Buch gekauft, weil sonst flieht das immer so, wenn man nur hört. Es hat mir sehr viel, sagen wir mal Trost, du sprachst von Trost, Marie-Rose, es hat mir viel Trost gegeben. Und er sagte auch, es wurde ihm gezeigt, dass praktisch alle Leute, die jetzt die leben, die entschließen sich dafür, die haben sich entschlossen, ihre Rolle zu spielen in diesem evolutionären Prozess. Ob es stimmt, weiß man nicht, aber für mich macht es auch Sinn. Und das hat dann wieder mit der Seele zu tun. Das wird ja so oft gesagt, dass die Seele sich aussucht, die Eltern aussucht und die Umgebung aussucht und die Aufgabe aussucht. Erika, von dir habe ich schon lange nichts gehört. Ja, ich höre gut zu und mir geht so einiges durch den Kopf und was mir jetzt so klar wird, auch wenn wir so von verschiedenen Seiten reden, dass wir alle so viele unterschiedliche oder auch gleiche Konzepte haben. Also es gibt sehr viele, ob das dann das Christentum ist oder der Buddhismus oder die ganze Esoterik, wie auch immer. Und ich denke mir, jeder hat so sein Konzept gefunden, Welt auch auszuhalten und Leid auch auszuhalten. Und ja, und ich rede auch ganz viel auch mit Freundinnen, die sind auch viel Heilpraktikerinnen oder Schamaninnen, die, also jetzt die halt da. Und ich beneide die manchmal so sehr, weil ich auch immer auf der Suche nach Konzepten war und vor allem jetzt auch über den Buddhismus. Und mein Weg oder mein Ziel war auch immer irgendwie das Leid zu vermeiden, einfach als, Und wo ich jetzt wieder gelandet bin, jetzt in Anführungszeichen gelandet bin, ist tatsächlich der Eckhart Tolle, der mir in ganz
einfacher und ganz wunderbarer Weise erklärt, wie ich funktioniere, wie mein Denken funktioniert, wie mein Schmerzkörper funktioniert, wie ich mich distanzieren kann von diesen ganzen ständigen Angriffen im Kopf, von diesen ganzen Gedanken und. Also das ist jetzt im Moment so ein bisschen auch mein Fluchtpunkt und auch das, was die Anna gesagt hat, dass das einfach so die eigene spirituelle Praxis, dass das einfach so wichtig ist. Egal was das ist. Und das ist natürlich auch wieder ein Konzept, aber das ist das, was mir so im Kopf rumgeht. Und wo ist dann auch das Übergeordnete? Ich meine, stimmt das Konzept oder das oder Wiedergeburt und Karma und dies und dies und dies? Auch wenn ihr das auch so erzählt habt mit diesen Tulpus, die dann tatsächlich also das habe ich mir auch schon oft überlegt, die ja dann ganz hoch angesehene Lehrer werden, die tatsächlich so eine Biografie erdulden müssen, mehr oder weniger. Genau, das ist das, was mir so im Kopf rumgeht und wo jetzt so eine Lebenspraxis, auch wie es in dem Buch vom Wilber irgendwie beschrieben ist, wo ich auch viele Konzepte einfach wieder finde, aber einfach auch auf der Suche, ja, was ist jetzt für mich das Richtige im Wissen, dass es ein Konzept ist und. Also Punkt, Punkt, Punkt. Das ist so das, was meins gerade ist in der ganzen, ja, in dem ganzen schönen Gespräch. Da mag ich jetzt nachfragen, ist es ein Konzept zu sagen, wir sind Bewusstsein, also dieses berühmte, also ich lande halt da jetzt gerade wieder so wie neu, ich meine, das kenne ich, also ich lande beim Thich Nhat Hanh, Eckhart Tolle, Michael, wie heißt er noch, Singer, und übe und lerne und will wirklich die Deidentifikation mit, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Gedanken, das ist das, was durch mich hindurchfließt, ist das ein Konzept? In euren Augen? Oder ist das etwas, wo es sich lohnt, wirklich zu sagen, das ist das, was immer ist, also was von Anfang an da ist, dieser Beobachter? Ja, und also wenn ich da ganz kurz darauf antworten darf, das ist auch ein also jetzt eine Überlegung, aber das ist für mich genauso dieses Jahr, weiß ich es oder erfahre ich es? Und das ist für mich eine ganz wichtige Geschichte. Ich will es erfahren, aber bis jetzt weiß ich es nur. Oder ahne es oder glaube es oder wie auch immer. Und solange bleibt es für mich auch ein Konzept. Und das ist auch so ein bisschen meine Verzweiflung oder meine Suche im Grunde genommen. Ja, es sind Konzepte und wir brauchen Konzepte. Und kein Konzept zu haben, ist auch ein Konzept. Und nur im kausalen Zustand sind wir eben Leere und Fülle gleichzeitig. Und ansonsten navigieren wir uns durch verschiedene Konzepte hindurch und mal mehr, mal weniger. Und und es ist gut, wenn wir, also ich erlebe es für mich als gut, wenn ich gerade in einem Konzept drin bin, das mir Lebensfreude gibt und das mir Liebe gibt, das mir auch Verstand gibt, das mir Handlungsfähigkeit gibt, ja. Ich denke, das merkt man auch, wenn Konzepte durchlebt sind, ist das ganz anders, wenn man sie weitergibt. Da ist die Seele drin, da ist die Emotion drinnen, da ist der Verstand drinnen. Und wenn es Konzepte sind, die ich weitererzähle, weil es wer anderer denkt, ist auch interessant. Aber dann ist es halt ein Narrativ und lebendig wird es erst eigentlich, wenn man die innere Erfahrung damit verbinden kann. Also ich habe in der letzten Zeit ziemlich viel auch mit Innerweis gearbeitet und da wirklich gelernt, also es kommt mir so vor wie ein Kaleidoskop, es ist alles richtig, je nachdem, wo ich gerade meinen Fokus hinsetze, spüre ich könnte es nennen, Identifikationen oder vielleicht Verklebungen oder wie auch immer.
Und da ist dann vielleicht was in der Ahnengeschichte. Ich hatte da ein Thema gefunden von der Großmutter meines Opas, was auch immer das genau war. Aber das Spannende war tatsächlich, wenn ich da Heilung hinschicke, ändert sich bei mir was. Und das ist dann der Teil, wo ich sage, da ist Erfahrung. Ich merke, es wird leichter. Themen lösen sich auf. Und das kann aber auch, manchmal ist es so wie eine frühere Inkarnation oder in einer anderen Welt, verschränkt im Multiversum, wie auch immer. Also wenn ich da den Fokus hinsetze und es löst sich, dann ist es in dem Moment richtig. Und im nächsten Moment ist wieder alles ganz anders. Also es ist wie das ganze Universum in mir, könnte man auch sagen. Also je nachdem, wo ich gerade hinschaue. Wir haben vor ein paar Tagen eine Übung gemacht, die der Christian Meyer offensichtlich entwickelt hat, der ja sehr mit Enneagrammtypen arbeitet, wo man Gefühle, also was man gerade fühlt, einen Raum gibt, ohne daran etwas zu verändern und sich dadurch dann tiefer fallen lässt. Und das war ungemein spannend, also mir hat das insofern, ja, es war, weil für mich wird dann der Raum so weit, dass das also, und das ist Erfahrung, das ist also nicht Wissen. Der innere Raum wird dann so weit, dass das Hinunterfallen ist dann eher so ein Gleiten und ein tiefer Gehen eben. Und die wichtige Bewegung ist aber, dass das hinuntergeht, weil wir eben alles sehr viel im Kopf sind und Konzepte haben. Und wenn wir die Konzepte dann dadurch loslassen, dass wir den Gefühlen Raum geben, ist es eine interessante Theorie und Übung und wir werden das nächste oder in 14 Tagen nochmal machen. Und da habe ich mich als Protagonistin zur Verfügung gestellt und bin schon sehr gespannt. Also es gibt immer wieder, und das ist das, finde ich, das Anregende, es gibt immer wieder eine Möglichkeit, noch etwas zu erfahren. Und die zu nützen, also finde ich ungemein wichtig. Ja, das war mein Checkout gleich. Okay, das finde ich ja spannend, dass du das sagst, weil der Christopher Bage, der sagt ja auch, je tiefer er gekommen ist und es geht immer noch weiter, es geht immer noch tiefer, es hört nie auf, ja, in diesem Erfahrungsbereich. Zu dem Buch möchte ich aber noch sagen, dass mich daran wirklich irritiert hat, dass der die Höchstdosis beharrlich immer wieder, obwohl sie mich gut, also obwohl er seine Frau hat ihn dann verlassen und der im Nachhinein sagt er dann, ja, er hätte vielleicht zwischendurch auch kleinere Dosen nehmen können, dann wäre es leichter gewesen. Also er muss ungemein ehrgeizig gewesen sein, das zu machen, weil das ist ja eine Qual, das durchzu und zu wissen, dass ich ganz tief in die Qual, in die Hölle gehe, nur damit ich hinaufkomme. Ja, also ich habe das Buch auch mit großem Interesse gelesen, aber als Mensch, muss ich sagen, wäre ich sehr skeptisch ihm gegenüber. Aber gut, auch er hat natürlich... Ja, er war ja Professor für vergleichende Religionswissenschaften. Er hatte sich das als Selbststudium sozusagen, als Studienobjekt, wollte es wissen. Und er sagt ja auch am Ende, er rede es nicht unbedingt anderen Leuten, das so zu machen. Ja. Aber da können wir auch von männlicher Energie mal wieder sprechen, die es halt wissen wollen. Und er hat gemerkt, er kann es nicht wirklich 100% wissen, weil es immer noch ein bisschen mehr zu wissen gibt, nicht? Oder zu erfahren gibt halt. Da wird es, glaube ich, eines auf so einer Stufe Wissen und Erfahren, denke ich mir. Das wäre dann mein Checkout. Ich finde das Buch so lesenswert, vor allen Dingen in der heutigen Zeit, wenn man dann zu dem Gefühl kommt, es ist so, vielleicht nicht in der Form, die wir jetzt haben, ne? Aber im Prinzip, was passiert, ist so gemeint. Ne? Es muss nicht unbedingt Krieg oder sonst was sein, aber dieses... dass alles durcheinander kommt, dass alles durcheinander wirbelt und alles irgendwie neu gemischt wird. So. Das sieht so aus, als wäre das kein Zufall, sondern von einer liebenden Kraft
begleitet, sagen wir es mal so. Das war mein Checkout für heute. Bei uns im Gespräch war es ja heute auch, ich habe das zeitweise, wir haben heute in der Hebräischstunde Vormittag das Wort Balagan gelernt, das ist Kuddelmuddel und Lärm und Wirbel. Und ein bisschen ist mir zeitweise in unserem Gespräch halt auch vorgekommen, es ist ein bisschen Kuddelmuddel und Balagan. Und dann jetzt mit diesen, es ist zunehmend irgendwie in die Tiefe oder in, es hat sie irgendwie fokussiert, ohne dass ich den Fokus wirklich nennen kann, weil es waren ja so viele Themen gleichzeitig, aber trotzdem ist ein Fokus entstanden, der wieder, der lebendig ist oder der wieder was mitnimmt, also was, ja, der einfach eine gewisse Tiefe entwickelt hat. Und ja, danke. Ich sage auch dann bis zum nächsten Mal. Ja, mache ich mal weiter. Ich fand das ganz spannend zu sehen, wie die beiden Themen zusammenfließen, die Seele, der Tod und das Wissen und die Erfahrung. Das ist nicht zufällig, dass sich die gerade heute gefunden haben, glaube ich. Und ich fand es sehr interessant, die verschiedenen Perspektiven zu hören. Danke. Ich bin so zunächst einmal überrascht, wie pünktlich wir aufhören. Ich war mir jetzt richtig gerissen, wo du gesagt hast, das ist jetzt mein Checkout. Da habe ich gedacht, hey, muss die Moni ja früher gehen. Das war das Erste. Und das Zweite fand ich jetzt spannend. Ich habe über das Thema noch nicht Bescheid gewusst, weil ich irgendwie später reingekommen bin. Und für mich ist diese Dimension verkörpertes Wissen, das hat mir jetzt irgendwie noch gefehlt, weil ich habe den Eindruck, also A, zum einen Chris Bache ist erwähnt worden oder Bage, also es nimmt zu, Ayahuasca oder LSD oder wie auch immer, auch Gabor Maté wirbt für Erfahrungen mit Substanzen, weil du da einfach einen anderen Kontakt kriegst. Ich selber habe Erfahrungen, merke aber immer wieder, ich bezweifle dann, also einfach die Erfahrung ist das etwas, was ich glauben kann, ist das meine eigene, also das ist immer so ein eigenes Thema, gleichzeitig etwas, was man mir nicht nehmen kann. Und dann aber, was mich am meisten momentan interessiert, ist das Thema, wie sehr dieses Interesse gewachsen ist an der Verkörperung von Wissen und von Therapie. Also dass wir aus diesem totalen Mind, habe ich den Eindruck, immer mehr oder ich auf jeden Fall immer mehr rauskommen und in dieses verkörperte Wissen kommen wollen. Ich merke das zum also Abschluss ist, bei den Diaden, ich mache die regelmäßig, wenn ich da irgendwas aus mir sage, was aufsteigt, dann weiß ich, das ist irgendein verdautes Wissen. Das ist nicht mehr angelesen oder zumindest nicht mehr so. Dankeschön. Könnte das gleich ein Thema fürs nächste Brunnen sein, die Verkörperung von Wissen? Was sagt ihr dazu? Nicken, nicken, nicken. Heidi, notierst du es? Ich habe es notiert. Ich stelle mich fest, und die Viktoria hat es auch gesagt, ich habe eine gewisse Managerqualität. Also darum auch Zeit beobachten und Inhalte beobachten und die Form. Ja. Ich habe mich gerade gefragt, braucht man diese Substanzen oder geht das nicht auch ohne? Das wäre für mich sozusagen eine Frage dabei. Könnte man nur den Weinreich einladen dazu? Der würde ja sagen, also ohne geht es nicht. Ne? Der hat ja die Therapie, auch LSD-Therapie teilweise. Also holotropes Atmen muss man einfach dazu sagen. Also ich habe versucht ja in den 90er Jahren und habe dann holotropes Atmen gemacht. Das ist wahnsinnig mühsam, wirklich. Inzwischen aber gibt es ja viel weichere Therapierichtungen, das sogenannte verbundene Atmen oder Quantum Light Breath. Also da passiert schon was. Also es ist nicht so, dass du ohne die
dass du ohne Substanzen nicht an Peak Experiences kommen kannst. Auch darüber gibt es bereits ein Buch, Peak Experiences ohne Substanzen. Es gibt über alles schon Bücher, glaube ich. Ich habe es ja irgendwo im Regal stehen. Also nach meiner Erfahrung, die liegt jetzt auch schon wieder über 30 Jahre zurück, sind die Erfahrungen mit Substanzen, könnte ich es also sonst nicht wiederholen. Ich bin bis auf die DNA-Ebene gegangen einmal und das war aber eine milde Dosis, keine besonders hohe. Und diese Erfahrung hätte ich sonst nie oder auch gesehen, die von Edelsteinen, welche Aura sie haben oder und so weiter und so weiter. Aber für mich ist es also einfach die Überflutung mit, dass ich das eigentlich nicht wirklich alles einsortieren kann, war mir dann also zu chaotisch, das Ganze. Aber ich möchte keine dieser Erfahrungen, also ich weiß auch jetzt, wie die männliche Essenz mit so einem Fadenkreuz, habe ich sie gesehen, und die weibliche war also so ein sprudelnder Regenbogen, Wasser. Und das trifft für mich schon auf, also den Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Herangehen an bestimmte Themen. Also ich möchte es nicht missen, aber nur unter geschulter Führung und einem wirklich sicheren Ambiente. Sonst also, ist wirklich davon abzuraten. Also Anna, das mit dem ganz pünktlich aufhören hat ja jetzt nicht geklappt. Jetzt sind wir an der Kreuzung. Wollen wir weitermachen oder wollen wir fortfahren mit dem Checken? Auschecken natürlich. Dann mache ich mit dem Auschecken weiter. Ich bin ja in drei Gesprächsgruppen, beim Brunnen, dem Mystik-Salon und auch bei den Frauen am Dienstag. Und was ich einfach merke, dass für mich das Zuhören immer wichtiger wird. Und das ist mir so die letzten Male aufgefallen, dass dann, bevor ich dann eingeschlafen bin, dann hat das alles nochmal so Revue passiert. Und irgendwie fügt sich's dann einfach zusammen. Und es sind für mich ganz wichtige Impulse und Hinweise und Inspirationen. Und das ist das, was mir einfach bei unseren kreativen Gesprächen so gut gefällt. Und genau, ich bedanke mich einfach heute auch wieder für die ganzen Inspirationen. Und ja, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Ja, als Monja die Check-out-Runde eingeleitet habe, habe ich auch auf die Uhr geguckt und gedacht, hä, ist schon 8 Uhr, ist schon 9 Uhr vorbei. Ja, es war sehr gemischt und es freut mich auch immer, wenn wir doch eine gewisse Tiefe reinkriegen. Das tut mir einfach auch gut. Ne? Und dieses Unterschiedliche, das von euch da reinkommt, ja, finde ich immer wieder auch spannend. Und danke dafür. Jetzt willst du noch, Ramona, oder? So, ich dachte, das war schon mal so, ja. Genau, habe mich wieder wohlgefühlt und ich sehe schon, die Themen gehen nicht aus. Das zeugt ja von einer guten Diskussionsqualität. Also, ja, einen schönen Abend. Ja. Und genau, ich habe euch das Video reingestellt von aus Berlin. Vor ein paar Jahren war er hier und hat hier schon über den Ukraine-Konflikt der Daniele Ganserma gesprochen. Also, das ist also schon alt, das sind keine Erkenntnisse, die er jetzt hat im aktuellen Geschehen. Aber wenn man das nicht weiß, von wann das ist, denkt ihr, das ist von gestern. Ja, danke. Und alles Liebe, alles Gute, schöne Nacht und so weiter. Sehen uns nächstes Mal.